أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Es preist Allah, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und er ist der Erhabene, der Allweise. Sein ist das Königreich der Himmel und der Erde. Er macht lebendig und lässt sterben, und er hat Macht über alle Dinge. Er ist der Erste und der Letzte, der Offenbare und der Verborgene, und er ist der Kenner aller Dinge. Er ist es, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf, dann wandte er sich hoheitsvoll seinem Reich zu. Er weiß, was in die Erde eingeht und was aus ihr hervorkommt, was vom Himmel herniederkommt und was zu ihm aufsteigt. Und er ist mit euch, wo immer ihr auch sein mögt, und Allah sieht alles, was ihr tut. Sein ist das Königreich der Himmel und der Erde, und zu Allah werden alle Dinge zurückgebracht. Er lässt die Nacht in den Tag und den Tag in die Nacht eintreten. Und er ist der Kenner all dessen, was ihr in den Herzen hegt. Glaubt an Allah und seinen Gesandten und spendet von dem, zu dessen Erben er euch gemacht hat. Und jenen von euch, die glauben und spenden, wird ein großer Lohn zuteil sein. Was ist euch, dass ihr nicht an Allah glaubt, obwohl der Gesandte euch aufruft, an euren Herrn zu glauben? Und er hat von euch bereits ein Versprechen abgenommen, wenn ihr Gläubige seid. Er ist es, der deutliche Zeichen auf seinen Diener hinabsendet, auf dass er euch aus den Finsternissen ins Licht führe. Und wahrlich, Allah ist gegen euch gnädig, barmherzig. Was ist euch, dass ihr nicht für Allahs Sache spendet, obwohl die Erbschaft der Himmel und der Erde Allah gehört? Es sind nicht gleich diejenigen unter euch, die spendeten und kämpften vor dem Sieg. Sie stehen höher im Rang als jene, die erst nachher spendeten und kämpften. Allen aber verhieß Allah Gutes. Und Allah ist dessen wohlkundig, was ihr tut. Wer ist es, der Allah ein gutes Darlehen geben will? Er wird es ihm um ein Vielfaches mehren und ihm wird ein würdiger Lohn zuteil sein. Am Tage, da du die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sehen wirst, während die Strahlen ihres Lichts vor ihnen und zu ihrer Rechten hervorbrechen, wird es heißen: Eine frohe Botschaft sei euch heute beschieden. In den Gärten durch die Bäche fließen werdet ihr auf ewig weilen. Das ist der gewaltige Gewinn. Am Tage, wenn die Heuchler und die Heuchlerinnen zu den Gläubigen sagen werden: Wartet auf uns, wir wollen ein wenig von eurem Lichtstrahl bekommen, da wird zu ihnen gesprochen werden: Kehrt zurück und sucht dort Licht. Dann wird zwischen ihnen eine Mauer mit einem Tor darin errichtet werden. Innerhalb davon befindet sich die Barmherzigkeit und außerhalb davon die Strafe. Sie werden jenen Gläubigen zurufen: Waren wir nicht mit euch? Jene werden sagen: Doch, aber ihr versuchtet euch selber und wartetet und zweifeltet, und es betörten euch die eitlen Wünsche, bis Allahs Befehl kam, und der Betörer hat euch über Allah betört. So soll heute kein Lösegeld angenommen werden, weder von euch noch von den Ungläubigen. Eure Herberge ist das Feuer, es ist euer Schutzspender. Und eine schlimme Bestimmung ist das:
Ist nicht für die Gläubigen die Zeit gekommen, ihre Herzen zu demütigen vor der Ermahnung Allahs und vor der Wahrheit, die herabkam, und nicht so zu werden wie jene, denen zuvor die Schrift gegeben wurde und denen es zu lange dauerte, so dass ihre Herzen verstockt und viele von ihnen zu Frevlern wurden? Wisst, dass Allah die Erde nach ihrem Tode belebt. Wahrlich, wir haben euch die Zeichen klar gemacht, auf dass ihr sie begreifen mögt. Wahrlich, die mildtätigen Männer und die mildtätigen Frauen und jene, die Allah ein gutes Darlehen geben, es wird ihnen um ein Vielfaches gemehrt und ihnen wird ein würdiger Lohn zuteil sein. Und diejenigen, die an Allah und seine Gesandten glauben, sind die Wahrhaftigen und die Bezeugenden vor ihrem Herrn. Sie werden ihren Lohn und ihr Licht empfangen. Diejenigen aber, die ungläubig sind und unsere Zeichen leugnen, sind die Insassen der Dschahim. Wisst, dass wahrlich das diesseitige Leben nur ein Spiel und ein Zeitvertreib ist und ein Prunk und Geprahle unter euch und ein Wettrennen um Vermehrung von Gut und Kindern. Es gleicht dem reichlichen Regen, dessen Pflanzenwuchs den Säern gefällt, dann verdorrt er und du siehst ihn vergilben, hierauf wird er brüchig. Und im Jenseits gibt es eine strenge Strafe, aber auch Vergebung von Allah und Wohlgefallen. Und das diesseitige Leben ist nichts anderes als eine Nutznießung, durch die man sich betören lässt. Wetteifert denn miteinander um die Vergebung eures Herrn und um das Paradies, dessen Größe gleich der Größe des Himmels und der Erde ist. Es ist für jene bereitet, die an Allah und seine Gesandten glauben. Das ist Allahs Huld. Er gewährt sie, wem er will, und Allah verfügt über die große Huld. Es geschieht kein Unheil auf Erden oder an euch, das nicht in einem Buch verzeichnet wäre, bevor wir es ins Dasein rufen. Wahrlich, das ist für Allah ein leichtes, auf das ihr euch nicht darüber betrüben mögt, was euch entging, noch darüber frohlocken mögt, was er euch gegeben hat. Und Allah liebt keinen der eingebildeten Prahler, die geizig sind und die Menschen zum Geiz anhalten. Und wer da den Rücken wendet, siehe, Allah ist dann gewiss der, der auf keinen angewiesen, des Lobes würdig ist. Wahrlich, wir schickten unsere Gesandten mit klaren Beweisen und sandten ihnen das Buch und die vage Werte herab, auf dass die Menschen Gerechtigkeit üben mögen. Und wir schufen das Eisen, worin Kraft zu gewaltigem Krieg wie auch zu vielerlei Nutzen für die Menschheit ist, damit Allah die bezeichne, die ihm und seinem Gesandten, wenngleich ungesehen, beistehen. Wahrlich, Allah ist allmächtig erhaben. Und wir entsandten ja auch Noah und Abraham und verbreiteten unter ihren Nachkommen das Prophetentum und die Schrift. Und einige von ihnen waren auf dem rechten Weg, doch viele von ihnen waren Frevler. Dann ließen wir unsere Gesandten ihren Spuren folgen, und wir ließen ihnen Jesus, den Sohn der Maria, folgen, und wir gaben ihm das Evangelium. Und in die Herzen derer, die ihm folgten, legten wir Güte und Barmherzigkeit. Doch das Mönchtum, das sie im Trachten nach Allahs Wohlgefallen erfanden, das schrieben wir ihnen nicht vor.
und doch befolgten sie es nicht auf die richtige Art. Dennoch gaben wir denen von ihnen, die gläubig waren, ihren Lohn, aber viele von ihnen waren Frevler. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und glaubt an seinen Gesandten. Er wird euch einen doppelten Anteil von seiner Barmherzigkeit geben und wird euch ein Licht bereiten, worin ihr wandeln werdet, und wird euch vergeben. Und Allah ist allvergebend barmherzig, damit die Leute der Schrift nicht meinen, dass sie, die Muslime, nicht imstande seien, die Huld Allahs zu erlangen, und damit sie wissen, dass die Huld in Allahs Hand ist, auf dass er sie verleihe, wem er will. Und Allah verfügt über die große Huld.